Wenn man ein Gebäude entwirft, setzt man sich zunächst mit dem Ort auseinander, an dem es entstehen wird. Also beispielsweise der topografischen Situation und dem vorhandenen Stadtbaukörper. Deshalb haben wir uns 2011 vor der Bearbeitung des Wettbewerbs zuallererst mit der Situation vertraut gemacht. Gleichzeitig haben wir uns intensiv mit dem Programm beschäftigt, also den geforderten Räumen und den Beziehungen und generell den Erfordernissen einer Ballettschule. Bisher sind in Deutschland Ballettschulen immer in Umbauten bestehender Gebäude untergebracht worden. Die bisherige John-Cranko-Schule zum Beispiel in einer umgebauten Druckerei. Wir mussten also bei diesem Projekt ganz von vorne anfangen und die Bauaufgabe an diesem spezifischen Ort praktisch neu beschreiben. Wie sieht eine Ballettschule aus? Was ist der Duktus einer Ballettschule? Woran erkennt der Betrachter eigentlich, dass es sich um eine Ballettschule handelt? Jeder, der in diesem Haus lebt und arbeitet, hat sich dem Tanz verschrieben. Das ganze Leben wird danach ausgerichtet. Tanz ist Bewegung, also flüchtig. Bauwerke sind aber ihrer Natur nach statisch. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten und Berührungspunkte wie Raum, Rhythmus und Struktur.